Heute wollte ich euch mal zeigen, wie einfach es ist, mit Weekend-Help Geld zu spenden. Erstmal sucht ihr euch einen Browser aus, der noch nichts weiter gespeichert hat und alle Cookies und so weiter enabled. Dann sucht ihr nach Weekend-Help. Als nächstes sucht ihr dann nach Freifunk Dresden. Klickt das an und seht zu, dass ihr in eurem Browser alle Cookies und so weiter erlaubt, damit das mit der Spende auch klappt. Dann sucht ihr euch raus, wo ihr spenden wollt, entweder über das Menü oder über die Suche. In dem Fall ist es eBay. Hier sehen wir dann auch als nächstes, was ich gerade gesagt habe und welche Gutschriftshöhe zu erwarten ist. 1,13% ist nicht viel, aber dazu später mehr. Jetzt gehen wir direkt zum Shop. Hier ploppt normalerweise dann noch einiges auf, was ihr alles noch erlauben müsst. Heute suchen wir uns mal einen Xiaomi-Router raus, der als nächstes von Freifunk Dresden unterstützt wird und sehr preiswert ist in Bezug auf die Leistung, die der Router hat. Dann wie gewohnt anmelden, das habe ich in dem Fall schon getan. Sofort kaufen. Adresse ist natürlich verdeckt. Dann mit PayPal bezahlen. Hier versucht Windows etwas Privatsphäre zu schützen, dass nicht jeder gleich mit meinem eBay und PayPal-Konto einkaufen kann. Habe ich noch mal ein paar Animationen draufgelegt. Und spiele auch gleich mit dem für mich neuen OpenShot Editor etwas herum. So, irgendwann ist der Bezahlprozess beendet. Und die Spende ist dann in wenigen Tagen auch gleich auf dem Weekend Help Konto. Was irgendwann zu gegebenen Zeitpunkt auch mal zu uns in den Freifunkverein überwiesen wird. Ja, so einfach ist das. Es ist jetzt nicht viel, bei 20 Euro sind 1,13% nur ein paar Cent, aber Kleinvieh macht ja bekanntlich auch Mist, wie wir gleich sehen werden. Gibt es viele kleine Beträge, die an Freifunk Dresden gehen und der Aufwand für die ganze Geschichte ist nicht gerade allzu hoch. Hier, die Spenden sind auch transparent, also das ist ja können wir jederzeit ein. Sehen, welcher Anbieter wie viel in einem gewissen Zeitraum gespendet hat für eure Einkäufe. Euch kostet das keinen Cent mehr und ich finde, das ist eine gute Sache und würde mich freuen, wenn ein paar Klecker oder auch größere Beträge, wenn ihr mal einen neuen Rechner braucht oder so, bei uns eintreffen werden und dem Projekt hilft es natürlich auch. Bis zum nächsten Mal.